Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das heutige Webinar dreht sich um die Personaleinsatzplanung von Abacus. Die heisst ABAPlan und die werde ich Ihnen heute im Detail vorstellen. Mein Name ist Cedric Fritz, ich bin Key Account Manager bei der Firma Abacus in Wittenbach. In einem Team von knapp 10 Leuten, die sich mit den Vertriebspartnern und Bedürfnissen und Anforderungen der Endkunden kümmern. Kurz bevor wir beim ABAPlan live einsteigen, wollte ich Ihnen noch einen kleinen Überblick über die integrierte Gesamtlösung von Abacus geben. Und zwar ist die Planung der Schritt, der eigentlich als letztes dazugekommen ist, und zwar seit dem Mai letztem Jahr. Und das ist mit einem grösseren Gastronom in Zürich zusammen entwickelt worden, weil vor allem auch die Gastronomie und die Hotellerie grosse Bedürfnisse hat, was Personaleinsatzplanung anbelangt. Jetzt, seit die Planung dabei ist, können wir wirklich von Planung über die Erfassung, Berechnung, Auswertung bis zu der Verarbeitung sämtliche Schritte in einem System abdecken. Das ist ein grosser Vorteil, weil sehr viele Unternehmen sehr viele verschiedene Systeme im Einsatz haben, Schnittstellen müssen bauen und somit ein bisschen ein Durcheinander haben, was die Systeme anbelangt. Und das ist alles in einem Haus, unter einem Dach und wird von A bis Z weitergereicht, bis schlussendlich dann das abgeschlossen wird in der Lohnbuchhaltung oder in der Projektverwaltung. Heute fokussieren wir uns auf die Planung. Wie gesagt, das ist eine Personaleinsatzplanung, wo man Dienst- und Schichtpläne erstellen kann. Es geht aber auch, dass man das Absenzenmanagement ebenfalls über den ABAPlan regulieren kann. Das heisst, wenn ein Mitarbeiter eine Absenz beantragt, landet die auch automatisch im Dienstplan. Und der Vorgesetzte kann es von dort aus visieren oder eben auch ablehnen oder selber auch direkt einplanen. Man kann natürlich da verschiedene Modelle abbilden, nach Kanton verschieden etc. Aber auf das komme ich alles noch im Detail zu sprechen, wenn wir nachher gerade im ABAPlan einsteigen. Zu dem kommen wir nämlich jetzt. Jetzt tue ich schnell den Bildschirm wechseln. Jetzt sind wir nämlich hier im Abacus selber, also im ERP, in der Installation selber. Das ist für viele ein erschreckendes Wort zum Teil, wenn man heisst, man muss ins Abacus einsteigen, braucht man da Installation lokal. Das ist nicht der Fall. Und zwar kann man einfach mit einem Link im Internet auf die Installation zugreifen. Das habe ich da gemacht. Ich habe mich eingeloggt und jetzt habe ich die 4 Programme im Abacus, die am relevantesten sind für ABAPlan, da vor mir. Und jetzt steigen wir einfach direkt ein im Programm ABAPlan, wo dann auch ein Planer das Personal wird einplanen. So sieht das aus. Wir haben die Organisation. Wir sehen das. Es ist jetzt nach einem Restaurant in Wittenbach. Segreto heisst das. Wird da aufgelistet. Das ist das Management. Unten dran ist Küche, Service und die Administration. Das tut man so vordefinieren und wird dann im ABAPlan automatisch übernommen. Man sieht auch, da ist schon geplant worden in dieser Woche. Man hat da verschiedene Dienste. Rechts im Bild sieht man das Datumsfeld. Das heisst, man kann verschiedene Wochen aufrufen, man kann auch zurückgehen und schauen, was da war. Und man hat verschiedene Ansichten. Also ich kann nur einen Tag einplanen, nur eine Arbeitswoche, Montag bis Freitag, eine Woche, zwei Wochen frei, einen Monat oder einen Monat frei, wenn man zum Beispiel vom 15. bis zum 16. im nächsten Monat planen will, wenn man das so macht. Zudem habe ich die einzelnen Mitarbeiter da in diesen Abteilungen. Von denen kann ich auch noch mehr Informationen einblenden lassen. Einerseits kann ich zum Beispiel schauen, wie sind die angestellt, was haben die für ein Pensum. Sehen da, die haben eigentlich alle 100%, außer Alicia und Erika, die 80 und 50% arbeiten. Zudem kann ich auch noch einen Saldo einblenden. Und gerade im Bereich der Gastronomie ist das ein grosses Thema mit dem Ruhetagssaldo und dem Viertagssaldo, wo man da ebenfalls rechts im Bild zur Verfügung hat. Die Sollzeit ist aufgrund der Sollstunden, die hinterlegt werden auf den Mitarbeiter. Die ist jede Woche gleich, wie Sie sehen, da über die ganze Abteilung. Die Ist-Zeit ist ein bisschen komplexer, das ist nicht einfach automatisch, sondern man hat bis zum Vorabend die effektiv gestempelte Zeit und für den Rest von der Ansicht, die man offen hat, die geplante Zeit. Das heisst, wenn ich jetzt da einen Dienst für am Donnerstag einplane, würde sich die Ist-Zeit um die Zollzeit von dem Dienst vergrössern. Das sehen wir nachher noch live. Aufgrund von dem kann man den Planer natürlich auch ein bisschen evaluieren, wie viele Überstunden und Überzeiten so eine Person dann mit dem Dienstplan auch generieren und wie dann der Ruhetagssaldo und der Viertagssaldo sich aufgrund von dem verändern würde.
Aber kommen wir mal auf die Planung. Die Planung selber funktioniert relativ simpel. Man tut im Vornherein tut man Dienst definieren. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Frühdienst und Spätdienst. Und man sagt, der Frühdienst geht vom 7. bis 4. und der gilt für die Küche. Das heisst, man kann die Dienste auch einzelnen Abteilungen direkt zuteilen und kann die dann in einer anderen Abteilung nicht einteilen. Das tut einfach die Fehlerquote ein bisschen verringern. Man kann aber auch Dienst auf die ganze Organisation definieren, wie zum Beispiel Ferien, weil jeder geht mal in die Ferien. Und die sind dann bei jeder Abteilung, stehen die Dienste zur Verfügung zur Planung. Wenn ich jetzt da etwas einplanen will, kann ich jeweils die einzelnen Abteilungen auswählen. Zum Beispiel, ich will jetzt die Küche für die Woche noch fertig planen. Und dann erscheinen mir rechts im Bild unter Dienste die Dienste, die ich für die Abteilung darf und kann einplanen. Wenn man jetzt auf Service geht, sieht man, dass rechts im Bild die Dienste ein bisschen wechseln. Man sieht jetzt, der Frühdienst und der Spätdienst sind blau geworden und haben ein bisschen andere Zeiten. Die Planung selber erfolgt wirklich sehr einfach. Man tut einen Dienst anwählen, der ist dann markiert und dann kann ich an den einzelnen Tagen die Dienste reinklicken. Der ist dann gespeichert und überall, wo ich reindrücke, wird der Dienst auch markiert. Und Sie haben jetzt gesehen, jetzt ist die Ist-Zeit auch gestiegen. Und wenn ich jetzt am Samstag nochmal einen Frühdienst rein tue, sehen wir, tut sich jetzt das auf 42,5 Stunden erweitern. Die Dienste kann man mit Rechtsklick noch verändern. Einerseits kann man auch löschen, man kann ihn editieren und wiederholen. Zudem kann man auch verschiedene Dienste noch hinzufügen. Das heisst, man kann mehrere Dienste am Tag eintragen. Sagen wir, jetzt tun wir da noch einen Spätdienst rein und das sieht dann einfach so aus. Man kann bis zu 4 Dienste an einem Tag pro Person einplanen, wenn man das braucht. Jetzt tue ich da nochmal den löschen. Und jetzt machen wir ein Beispiel von einem Ruhetag. Ich kann mit Rechtsklick hier einen Ruhetag einplanen. Und zwar gibt es den Fall viel, dass eine Person, die gerade im Service arbeitet, vielleicht immer am Donnerstag frei hat. Und für das kann man einen wiederholenden Dienst einplanen. Da kann man da draufklicken und sagen, der Dienst soll sich wöchentlich wiederholen, immer am Donnerstag. Und zwar ab jetzt bis, sagen wir, Ende Jahr, bis am 31. Dezember. Und dann sehe ich unten dran sämtliche Donnerstage, die bis dann noch erscheinen werden und kann auch da noch einzelne Ausnahmen treffen, wenn es jetzt dort nicht möglich wäre. Und wenn ich jetzt da auf OK drücke, dann würde es an jedem Donnerstag, den ich da angewählt habe, einen Ruhetag automatisch einplanen. Ein Dienst ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, es gibt ja immer wieder Abänderungen und gerade im Service oder in der Küche gibt es manchmal Anlässe, wo ein bisschen länger geschaffen werden muss. Und für das kann man einen Dienst ganz einfach editieren, indem man da auf den Stift geht. Dann geht ein Dialog auf, wo ich sage, okay, Frau Äppli muss jetzt ein bisschen länger arbeiten. Die muss jetzt vielleicht bis um 6 Uhr bleiben, weil wir noch einen Anlass haben. Und dass sie das auf dem Dienstplan ein bisschen besser sieht, kann ich ihr den Dienst noch gelb markieren zum Beispiel. Und wenn ich das speichere, erscheint der Dienst erstens gerade gelb, plus hat er ein hoch 1. Und auf dem Dienstplan hat sie der Legende dann die veränderte Zeit, wie auch die Farbe. So sieht sie relativ schnell, dass etwas nicht so ist, wie der Dienst ursprünglich definiert worden ist. Gerade im Bereich der Gastronomie ist natürlich der LGAV, der Landesgesamtarbeitsvertrag, ein grosses Thema. Dort darf man gewisse Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten nicht über- oder unterschreiten. Und auch das kann man da damit abbilden. Somit, wenn man einen Dienst einplant, zum Beispiel einen Spätdienst und den nachfolgenden Tag einen Frühdienst und die 11 Stunden Ruhezeit, die laut LGAV bestimmt worden sind, überschritten werden, kommt da eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung kann man auf zwei Arten definieren. Einerseits kann man die überschreiben und das Risiko, sage ich jetzt mal, in Kauf nehmen. Oder man tut es auf die andere Art lösen, und zwar, wenn so eine Fehlermeldung kommt, kann man den Dienst gar nicht einplanen und ein Vorgesetzter oder jemand Übergeordnetes müsste das für den Planer dann noch wie eine Art überschreiben oder validieren, dass das möglich ist. Genau, jetzt wenn man in den Service geht zum Beispiel, kann man auch da, wir sehen, die Dienste haben sich verändert und auch da kann ich genau gleich wie auf der anderen Seite die Dienste einfach reinklicken. Jetzt, seit der Version 2020, hat man noch neuere
Option, und zwar vielleicht gibt es Unternehmen, jetzt nicht unbedingt in einem Restaurant, aber auch, sagen wir, ein klassisches Beispiel von einem Telefonzentrum, wenn man Leute braucht, die gewisse Sprachen können müssen. Jetzt kann man seit der Version 2020 den Mitarbeitern verschiedene Fähigkeiten zuordnen. Die kann man pro Mitarbeiter definieren, und wenn ich dann plane, kann ich sagen, ich brauche jemanden, der Englisch kann, zum Beispiel. Und für das habe ich da oben so ein Männchen. Und dann kann ich draufklicken und kann jetzt da aus meiner Sprachliste auswählen. Und ich sage, ich brauche jemanden, der Englisch kann. Und dann, wenn ich auf OK gehe, zeigt es mir nur die Personen an, die effektiv Englisch können. Und die kann ich dann an den Tagen, wo ich jemanden brauche, der Englisch spricht, einplanen. Genau. Zudem gibt es auch noch einen Schichtplan. Ein Schichtplan ist eigentlich nichts anderes als eine vordefinierte Reihenfolge von diesen Diensten, die Sie hier vor sich sehen. Das heisst, man tut am Tag 1 sagen, das ist ein Frühdienst, am Tag 2 ist es ein Spätdienst, am dritten Tag hat die Person frei, etc. Das kann man so lange ziehen, wie man will, idealerweise auf eine Woche oder zwei, und dann repetiert sich es dann immer. Und die Dienste tut man auch ebenfalls auf den Mitarbeiter hinterlegen. Und ich gehe jetzt gerade mal in August, wo es noch leer ist. Und bei mir ist nämlich ein Dienstplan hinterlegt, dann kann ich meinen Namen anwählen, auf Schichtplan drücken, und dann wird mein Schichtplan da angezeigt, wo auf mir hinterlegt ist. Und so kann ich mit OK sehr schnell eine ganze Woche für die Mitarbeiter einplanen. Und wenn ich jetzt 2 Wochen offen gehabt hätte, hätte es mir den Dienst oder den Schichtplan automatisch gerade auch auf die Ansicht eingeplant. Das ist immer auch so, auch wenn man dann den Dienstplan teilen, wenn man den generieren und den Mitarbeiter schickt, wird immer das draufgedruckt, was man auch angewählt hat. Also jetzt habe ich zum Beispiel die Saldi noch drin, die wollte ich meinen Mitarbeitern oder nicht allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und dann tun wir den ausblenden, und wenn man dann den Dienstplan generiert, erscheinen die auch nicht dort drauf. Jetzt gehen wir nochmal zu dieser Woche zurück, die wir vorher geplant haben. Und jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir einen Dienstplan pro Abteilung können, ausdrucken. Jetzt habe ich nichts angewählt, das heisst, wenn ich jetzt die Druckvorschau machen würde, würde das die gesamte Organisation abdrucken. Jetzt sage ich aber mal, ich will nur die Küche, und für das wähle ich einfach die Küche an und kann dann auf die Druckvorschau klicken. Und dann wird der Dienstplan generiert. Das können wir noch etwas grösser machen, sehen Sie noch etwas mehr. Und jetzt sehen wir da, dass wir die Legende haben mit 7-18.00, die wir vorher angepasst haben, und Anlass. Und auch die Legende nicht von allen Diensten, sondern nur von den Diensten, die effektiv eingeplant worden sind. Und da am Freitag, wo wir die Änderung gemacht haben, sieht Frau Äppli ganz genau, okay, da ist etwas verändert worden. Das ist natürlich ein statisches Bild, also wenn etwas am Dienstplan geändert wird, dann kommt das der Mitarbeiter nicht automatisch mit über, sondern muss ihn dann nochmal verschicken oder nochmal aushängen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man den Dienstplan mit den Mitarbeitenden teilen kann. Und zwar kann man das, wie gesagt, ausdrucken und aufhängen, man kann es per Mail verschicken. Aber wenn der Mitarbeitende das MyAbacus, so unser Mitarbeiterportal oder die Smartphone-App AbaClick nutzt, kann man dem Mitarbeiter den Dienstplan auch per Nachricht da oben versenden. Und dann erhält er eine Nachricht mit einem PDF, wo er seinen Dienstplan einsehen kann. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, wo der Dienstplan dynamisch daherkommt, das heisst, wo der Mitarbeiter sieht, live sieht, wenn etwas abgeändert wird. Und das ist in dem MyAbacus Portal, und da wechsle ich jetzt gerade schnell über. Da logge ich mich ein, jetzt als Mitarbeiter, und komme auf meine Startseite vom Segreto und kann jetzt da unter Arbeitsübersicht meinen Dienstplan einschauen. Ich sehe jetzt hier als Mitarbeiter auch nur meinen Namen. Ich bin ja nicht der Vorgesetzte oder der Küchenchef, sondern ich bin ein Koch in dieser Küche und sehe meinen Dienstplan. Und jetzt bin ich natürlich hier am Mittwoch noch nicht eingeplant, aber ich sehe da, dass ich da Spätdienst hatte. Und für den Rest der Woche würde natürlich da automatisch auch die Dienste eingesehen, die da eingeplant werden. Auch da habe ich verschiedene Ansichtsmöglichkeiten, genau gleich wie in der Planung selber. Und ich kann auch rückwirkend schauen. Da war ich in der Ferien, vorher habe ich gearbeitet. Also ich habe da sehr einfache Übersicht und kann das auch natürlich auf dem Handy oder auf dem iPad auch anschauen, weil das Ganze auch sogenannt responsive daherkommt.
du jetzt noch schnell wechseln auf den Vorgesetzten, weil der Vorgesetzte hat noch eine zusätzliche Funktion. Jetzt gehe ich nach dem Vorgesetzten rein vom Segreto. Und wenn ich jetzt da in die Arbeitsübersicht reingehe, sehe ich die ganze Organisation und sehe jetzt den ganzen Dienstplan. Jetzt sieht man auch hier den Unterschied, dass da ein Spätdienst ist, weil da noch nicht fertig geschaffen worden ist und am Tag vorher steht die Zeit drin. Das heisst, das ist die effektiv gestempelte Arbeitszeit des Mitarbeiters. Das dient, die Arbeitsübersicht dient dem Vorgesetzten als Arbeitszeitkontrolle. Und zwar können wir mal eine Woche zurückgehen. Und jetzt sehen Sie vielleicht, dass wir da ein Ausrufezeichen haben. Und an dem haben wir auch noch ein Ausrufezeichen. Und da unten auch noch. Da gibt es, das, anstatt dass man die muss suchen, kann man da aufs Auge klicken, wo die Arbeitszeit hinweist und hervorheben. Und jetzt werden genau die drei, die ich angezeigt habe, da fett markiert und mit dem Ausrufezeichen da markiert. Und wenn ich auf eins von denen klicke, öffnet sich mir unten dran die Ansicht. Und ich sehe, der Herr Bischof hat vom 8. bis zum 5. Bürodienst gehabt und er hat am 8. eingestempelt, aber nicht ausgestempelt. Ich als Vorgesetzter kann ihm jetzt da die Zeit noch nachtragen und dann verschwindet die Meldung da oben automatisch. Zudem gibt es auch noch die Option, das haben viele Unternehmen auch, wenn man einen Dienst einplant und einem Mitarbeitenden sagt, du fängst um 9 Uhr an, dann kommst du nicht um 8:45, sondern um 9 Uhr. Für das gibt es eine Option, die man einstellen kann. Das ist da zum Beispiel der Fall. Die Riederin Alessia hat vom 6 bis 4 Uhr eigentlich Dienst, ist aber schon um 6:15 eingestempelt worden. Und die Viertelstunde hat sie automatisch abgezogen und darum ist auch der Fehler Hinweis generiert worden. Jetzt sehen wir hier im Arbeitszeitreglement rechts, sehen wir, dass von 5:45 bis 6 Uhr ein Viertelstunde Abzug gemacht worden ist, automatisch. Wie auch nach Gesetz eine Arbeits-, wie sagt man, Mittagspause, wo sie auch automatisch eine Stunde abgezogen hat. Jetzt als Vorgesetzter habe ich da verschiedene Optionen. Einerseits, wenn jetzt die Alessia Riedner wirklich früher kommen musste, weil sie etwas vorbereiten musste, kann ich ihr die Viertelstunde da gut schreiben. Und die Mittagspause hat sie vielleicht auch nicht können machen, dann kann ich ihr auch die Stunde noch gut schreiben und dann wird effektiv die Zeit ihr auch gut geschrieben. Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, wenn sie wirklich Pause gemacht hat und wirklich auch nicht hätte zu früh kommen sollen, kann der Vorgesetzte einfach auf kontrolliert und das speichern und auch dann ist das Ausrufezeichen verschwunden. Rechts im Bild hat man natürlich noch sämtliche Angaben zu Arbeitszeit und Zollzeit. Man sieht, wie viel der einzelne Mitarbeiter geschafft hat, wie viel er eigentlich hätte arbeiten sollen, was die Differenz ist. Seine Überstunden, seine Überzeit und gastrorelevant sind Viertagssaldo und Ruhetagssaldo. Und unten da hat man noch den Anspruch von der Ferien, was er bezogen hat und was er bis Ende Jahr effektiv noch zur Verfügung hat. Wie gesagt, wenn ein Mitarbeiter absenzen tut, beantragen, landet auch die automatisch im ABAP-Plan, wo dann der Vorgesetzte die auch visieren kann und werden da automatisch auch abgezogen. Ich tue jetzt nochmal schnell zurückwechseln in die Planungsansicht. Weil der Planer hat die gleiche Ansicht, wie wir jetzt im Mai-Abakus gesehen haben, auch im Programm vom ABAP-Plan zur Verfügung. Und zwar hat es da oben zwei Laschen und wenn ich da auf Arbeitsübersicht gehe, habe ich eigentlich ein bisschen andere, aber mehr oder weniger die gleiche Ansicht. Wenn ich dann nochmal auf die andere Woche gehe, sind jetzt genau die Anpassungen, die ich gemacht habe, sind die Fehlermeldungen verschwunden. Es hat nur noch eine und auch da habe ich die Ansicht, die ich da unten dran die Kappungen oder Pausenreglementverstöße kontrollieren kann. Das ist jetzt auch ein Fall, wo jemand zu spät ausgestempelt hat und das nicht hätte sollen. Also es funktioniert identisch. Genau, so funktioniert die Personaleinsatzplanung vom Abacus. Jetzt tue ich nochmal schnell zurückwechseln in die Folie. Und zwar haben Sie natürlich einen grossen Nutzen mit dieser ABAP-Plan, der Personaleinsatzplanung von Abacus. Sie haben gesehen, es ist sehr komfortabel zum Planen. Sie tun wirklich per Drag and Drop die Dienste der Personen zuordnen und können dann die sehr einfach verschicken oder eben auch einem Mitarbeiter selber überlassen, im Mai-Abacus den Dienstplan einzusehen. Wichtig, es ist gesetzeskonform, also SECO oder eben auch LGAV können damit abgebildet werden und somit kann das Personal wirklich gesetzeskonform, ohne dass man sich Sorgen machen muss, eingeplant werden. Darum ist es auch ein bisschen geführt, kann man sagen. Man hat ein bisschen Kontrolle, das System tut hinten dran immer automatisch berechnen, ob
gewisse Gesetze nicht verstoßen werden. Und somit hat man gegen den Mitarbeiter auch eine grosse Transparenz. Abacus hat ein indirektes Vertriebsmodell, das heisst, Abacus tut nicht selber die Lösungen vertrieben, sondern hat ein grosses Netzwerk von Vertriebspartnern, wo in Zusammenarbeit mit Abacus oder gerade mit unserem Team die Bedürfnisse des Kunden analysieren und anhand von dem dann eine Lösung schneidern, sozusagen. Es ist uns noch wichtig, um das ein bisschen zu erklären, wie so ein Prozess typischerweise abläuft. Grundsätzlich, das ist jetzt da eigentlich mit dem Webinar auch schon eine Art erster Schritt. Man tut die ganze Lösung mal vorstellen, man tut überhaupt mal abholen, ist das überhaupt etwas, was der Kunde könnte interessieren. Und dann ist eigentlich dann der Vertriebspartner im Lead und macht eine Analyse von dem Geschäftsprozess, wo man dann wirklich ins Detail geht, wie arbeiten die Leute, was haben die für Zeitmodelle etc. Also das wird dann wirklich ins kleinste Detail wird dort gegangen, um alles zu analysieren. Dann kommt eine Konzeptphase, wo der Vertriebspartner alles konzeptionieren. Dann kommt natürlich die Konfiguration von der ganzen Lösung, wo man auch die ersten Tests schon durchführen. Dann kommt eine Aufwärmphase, wo man ein paar Power-User im Unternehmen ausbilden. Das wird natürlich dann gefolgt, dass man sämtliche Mitarbeitende schulen. Und dann werden die Mandanten migriert. Das heisst, der Kunde selber kommt den Mandant oder die Umgebung vom Abacus selber über und den Zugang. Und dann wird dann schlussendlich alles übergeben. Und der Vertriebspartner ist dann Support-Ansprechpartner. Das heisst, wenn ein Problem ist, wird primär auf den Vertriebspartner zugegangen. Und wenn der nicht mehr weiterkommt, wendet er sich dann an Abacus selber. Das ist einfach noch wichtig, dass man weiss, dass das auch ein zeitlicher gehen kann, weil Zeiterfassung und auch Personaleinsatzplanung wird immer ein bisschen unterschätzt, weil doch sehr viele verschiedene Gesetze und Anforderungen vom Kunden bestehen und die dann systemtechnisch genau und korrekt müssen abgebildet werden. Wir sind eigentlich am Ende von diesem Webinar. Ein kleiner Hinweis noch, es gibt noch viele weitere Webinare zur integrierten Gesamtlösung von Abacus. Die finden Sie auf www.mrtime.ch. Da können Sie sich kostenlos registrieren, wie Sie es jetzt heute auch schon gemacht haben und selbstverständlich an allen Webinaren auch teilnehmen. Wenn Sie mehr Fragen haben oder gerne für Ihr Unternehmen vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen bräuchten oder allgemein einfach noch mehr Anforderungen oder mehr Wissen wollen haben über Abaplan oder sonst Zeiterfassung oder einen Teil von diesen 5 Schritte, die ich Ihnen gezeigt habe, von dieser integrierten Gesamtlösung, können Sie mich gerne kontaktieren. Da ist meine E-Mail-Adresse und ich komme gerne vorbei, unverbindlich, und zeige Ihnen alles, zeigen, was Sie gerne sehen würden. Das wäre es gewesen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen einen ganz erfolgreichen Tag. Auf Wiedersehen.